Hi, willkommen bei Grand Chill Barbecue und Lifestyle. Heute gibt's Drumsticks, Hühnerschenkel mit Curry und Mango. Und wenn ihr wissen wollt, wie die leckeren Teile gemacht wurden, dann bleibt dran. Für unsere Curry Mango Drumsticks brauchen wir folgende Zutaten. Das ist einmal 1 Kilogramm Hühnerschenkel, 80 ml Sojasauce, 80 ml Wasser, 60 ml Sherry oder Sake, 3 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel Ingwer, 1 Schuss Worcestersauce, dann habe ich hier Mango Chutney, 60 Gramm Currypaste. Wie immer aufpassen, je nach Schärfegrad. Ich nehme hier einen Teelöffel, das ist eine mittelscharfe Version. Und den Texas Chicken von Ankerkraut kommt morgen dann noch dazu. Dann würde ich sagen, wir starten gleich durch mit der Marinade. Los geht's gleich. Knoblauch. Ein bisschen klein schneiden. Dann ist der Nutribullet wieder am Start. Könnt ihr natürlich x beliebige Versionen nehmen. Könnt das auch alles fein machen und direkt zusammen mischen. Knoblauch mal rein hier. Dann die ganzen Zutaten. Soja. Soße. Wasser. Sake. Ingwer habe ich wie immer mit Microplane klein gemacht. Super Gerät, ist unten drin verlinkt, schaut es euch an. Kostet nicht viel, aber bringt viel. Das Chutney. Rein hier. Currypaste. Worcestersoße, Spritze. Das ist schon die ganze Hexerei. Einmal. Mal testen. Hat guten Bums drin. Ich würde sagen, das passt gut. Die marinieren wir jetzt ein. Nehmen wir die Hühnerschenkel. Dass die Marinade gut ans Fleisch kommt. Schöne Haut zurückziehen. Dass sie schön frei sind von der Haut, dass das gut einziehen kann. Das mache ich nur mit allen. Dann geht's ans Marinieren. So sehen sie nun aus. Schön das Fett nach hinten gepellt. Marinade. Schön darüber machen. Wenn die schön eingelegt sind in der Marinade. Frischhaltefolie. Nehmen und ein wenig hier reinlegen, sodass keine Luft dazu kommt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch vakuumieren oder in den Zipbeutel abfüllen und in den Kühlschrank stellen. Dann geht das jetzt für 24 Stunden in den Kühlschrank und sehen wir uns morgen wieder. 24 Stunden sind rum. Nehmen wir unsere Hühnerkeulen oder Hühnerschenkel mal aus der Marinade. Schön abtupfen. Ein
ein Texas Chicken von Ankerkraut. Bisschen drauf. Die Haut wieder schön rüberziehen. Und gleich noch mal ein bisschen rauf. Nicht zu viel, ist schon so richtig intensiv vom Geschmack. Macht die mal alle so und dann sehen wir uns gleich am Grill. Weiter geht's am Grill. Ich werde ihn auf 140 einpegeln, 140 Grad. So eine kleine Abtropfschale gebaut aus Aluminiumfolie. Und dann nehmen wir die schönen Drumsticks. Und fahren die mal da rein. Wer sich jetzt wundert, was das für ein Warmhalterost ist, verlinke ich euch gleich oben rein. Eine sehr gelungene Sache. Kommt aus dem Internet von Chris. Chill and Grill. Schaut euch das an, gibt's für Weber, Napoleon und Broil King. Absolut eine gelungene Sache. Die Investition lohnt sich. Dazu habe ich mir gleich noch den Sizzlezone Spritzschutz bestellt. Kann ich auch nur empfehlen. Weniger putzen ist immer gut. Die Teile sind aus Edelstahl, sehr robust gebaut, gefräst in Deutschland. Absolut coole Sache. Investiert da ruhig mal was rein, wenn ihr gerne Hühnerflügel oder Hühnerkeulen macht. Ist da absolut genial zum Reinstecken. Und da schön einfach aufgehängt. Lassen wir die mal bei 140 Grad, denke 45 Minuten. Und dann schauen wir mal rein. Und dann werden sie noch ein bisschen geglazed. Nach 45 Minuten bei 140 Grad schauen wir mal rein. Sieht schon mal sehr lecker aus. Hat noch ein bisschen Nachschub gegeben. Beilagen. Für alle was drin. Ja, dann geht's weiter mit unseren Drumsticks. Die Glaze oder Mopsauce heute ganz einfach. Flüssiger Honig. Drumsticks. Einmal das Pinsel. Schön rundum eingepinselt. Schauen, dass nichts reingeht hier in den Grill. Und dann gehen wir mal auf 200 Grad für ca. 15 Minuten hoch und dann sollte das fertig sein. 15 Minuten später sieht das Ganze dann so aus. Ich denke, die Drumsticks sind gut. Ich nehme sie mal raus. Dann wird dann getestet, ne? Freunde, es ist soweit. Wir haben es wieder mal geschafft. Sind sicher noch sehr heiß, aber ich denke, ich muss das antesten. Nehmen wir mal so ein gutes Stück. Ein guter. Sehr guter Geschmack. Die Sojasauce ist richtig angezogen. Das Curry gibt ein bisschen Schärfe da. Das Gewürz natürlich auch. Die Haut ist kross.
und sie sind wieder super saftig. Da lohnt sich wirklich eine Stunde das Ganze zu machen. Ich habe die bei 140 Grad gezogen, 45 Minuten und nachher auf 200 Grad hochgeheizt, 15 Minuten. Für mich werden die so perfekt, kann euch das nur empfehlen. Haben ein bisschen Bums, sind also nicht ohne, sind ein bisschen scharf. Haben einen super asiatischen Touch, wenn ihr gerne ein bisschen Schärfe habt mit dem Gewürz. Sensationell. Macht das unbedingt nach und ich würde mich freuen, wenn ihr die Bilder bei Facebook reinpostet, wie immer bei Green Chill Barbecue und Lifestyle International. Einen Daumen hoch würde mich natürlich freuen. Support ist kein Mord. Abonniert mich, wenn es euch gefällt. Und wie immer weiterhin viel Spaß bei Green Chill Barbecue und Lifestyle. See ya!